Hallihallo, Überraschung! Trotz dass gestern ein Video rauskam, gibt es nun nach dem super positiven Feedback von euch allen ein Herbstkranz-Video und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Anbei schon mal ein paar Eindrücke. Gleich geht's los! Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in meinem neuen Video. Nach dem überwältigenden Echo für den Steineichekranz habe ich doch gemerkt, Kränze sind jetzt total beliebt. Herbstzeit ist Kranzzeit und ich sage auch immer gerne, es ist Kranzliebe. Es ist wunderschön und im Grunde können ja die Herbstkränze jetzt dekoriert werden, bis sie eigentlich vom Adventskranz abgelöst werden. Deswegen haben wir natürlich passend zum Thema Herbst nicht nur vor dem Laden umdekoriert, den Videolink, den mache ich nochmal, stelle ich nochmal oben ins Video ein, sondern auch der Laden ist jetzt passend zum Herbst wunderschön dekoriert. Wir haben hier einen Ast im Korb fixiert, haben das mit Moos dekoriert und können an diesen Ast lassen die Kränze natürlich nach vorne gucken, weil wir wollen ja, dass die Leute, die hier reingucken, immer die Kränze sehen. Aber das ganze Schaufenster ist jetzt so schön herbstlich dekoriert und wir haben die Kränze jeweils auf Holzscheiben gelegt und damit die gut gesehen werden können, stellen wir die ein bisschen schräg. Haben das Schaufenster mit Holzkästchen, mit Moos. Also es ist hier so wie im Wald, auch mit diesen Früchten. In der Natur wachsen die Kürbisse auf dem Feld und die liegen natürlich auch unten. Ja. Die hängen jetzt nicht hier oben dran. Deswegen ist es auch schön, wenn die im Moos liegen. Man muss immer überlegen beim Dekorieren, wo wären diese Sachen in der Natur. Und dann sieht das auch sehr so natürlich und schön aus. Haben dann einen kleinen Korb gemacht mit Kürbissen, mit diesen wunderschönen kleinen orangenen Kürbissen, die sich auch toll mal im Blumenstrauß einarbeiten lassen. Und dann natürlich hier auch unser, oh genau, und hier auch, und der Aufbau, der wird schon von mir ruiniert, sorry. Und natürlich hier wieder unser schöner Steineichekranz, auch herbstlich dekoriert mit einem hübschen Band mit Physalis. Und der ist natürlich die Krönung, wenn man den mit einer Kerze gestaltet. Hier haben wir ein kleines Kränzchen mit einer Kerze im Glas. Ist immer schön, wenn man im Glas auch ein paar Früchte oder irgendeine schöne Deko im Glas macht. Und eine Kerze im Glas ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, weil wenn die Kerze im Glas brennt, dann kann schon der Kranz nicht anbrennen, weil die Kranzmaterialien sind einfach trocken, die brennen hervorragend. Und deswegen würde ich immer aber flach dekorieren, weil sonst brennt auch die Deko. Das ist nämlich dann auch nicht der Sinn der Sache. Und man kann auch mal zu Hause den Raum verlassen, ohne sich so viel Gedanken machen zu müssen, was jetzt brennen könnte. Und zum Thema Kranz, also Kerze im Glas, im Kranz, ist natürlich hier wunderschön der tolle Steineichekranz mit seinen schönen Früchten mit einer Kerze. Und da haben wir nur ein bisschen Sand um die Kerze rum gemacht und schon sieht man den Boden nicht mehr. Und das Band haben wir links und rechts geknotet, um diese hübschen auslaufenden Bändchen über den Kranz legen zu können. Für jeden Tisch ein echter Hingucker, wunderschön und das ist natürlich sehr, sehr mediterran, elegant, dezent. Aber um Herbstkranz geht heute natürlich und deswegen gehen wir jetzt mal wieder an die Arbeitsbank und machen auch eins selber und dann zeige ich dir, wie das gestaltet wird. Die Materialien hierfür, Basismaterial, was ganz wichtig ist, bekommst du natürlich wie immer bei Floristik24. Der ist jetzt auch mustergültig gewickelt und der ist richtig schön fest, ja, weil da sieht man auch, wie fest der ist. Den kann man auch mal so aufschlagen, der verformt sich nicht. Der ist total stabil. Man braucht also eine schöne, stabile Basis für den Herbstkranz. Das ist sehr, sehr wichtig. Die ist jetzt eine Nummer größer. Es ist ein 30er Strohrömer zu dem Thema, was immer gut ist zu nehmen. Oder das ist jetzt ein 25er Strohrömer. Ich zeige jetzt heute den 25er Strohrömer. Wenn du eine schöne, nicht so kleine Haustüre hast, ist der 30er Strohrömer eine tolle Größe, um so einen Kranz zu wickeln. Und du kannst ruhig auch ein paar Strohrömer bestellen, weil auch für Weihnachten, da kommt noch ganz viel. Für Weihnachten werden die super gebraucht. Fortsetzung folgt, weil auch für Weihnachten plane ich noch eine schöne Serie an Videos, wo ich wirklich Adventskränze mit Schritt für Schritt ganz im Detail zeige. Das ist in Planung und in Arbeit. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber es wird sich entwickeln
Und das ist jetzt so ein kleiner Blick in die Zukunft, weil im Moment geht es noch so um die Herbstgrenze. Und letztes Jahr habe ich Herbstgrenze gemacht. Da habe ich erstmal das Moos gewickelt und habe dann die anderen Zutaten drauf geklebt, beziehungsweise mit Drahtkrampen festgemacht. So, kleinen Augenblick, gleich geht's weiter. Es gibt schon sehr schöne Videos vom letzten Herbst, also letztes Jahr im Herbst, da habe ich ein paar Herbstkränze gemacht. Die habe ich von der Technik her anders gemacht. Ich zeige aber trotzdem nochmal oben die Videolinks dazu. Es ist auch eine sehr schöne Technik, die Strohrömer zuerst mit Moos zu wickeln. Ich meine, warum Strohrömer? Wir brauchen ja immer eine stabile Basis. Ja, das ist total wichtig, dass wir einfach ja, diese schöne Kranzform schon haben. Wenn man das selber wickeln muss, ist das deutlich mühsamer. Und wie gesagt, da habe ich zuerst mit Moos gewickelt und wir haben die schönen Zutaten draufgeklebt, zum Teil mit Drahtkrampen draufgekrampt. Also das geht auch. Aber es ist natürlich eine andere Methode, wenn man diese Kränze wickelt. Also wirklich von Anfang an wickelt, ein bisschen Moos dazwischen wickelt und die verschiedenen Materialien. Man sieht hier auch, wir haben hier fleißig gewickelt, weil das ist dieser schöne grüne, dieser Wickeldraht, der ist sehr stabil. Auf jeden Fall Wickeldraht nehmen. So sieht er aus mit diesem Holzstäbchen in der Mitte. Und nicht den Draht auf der Spule, der ist oft so ein bisschen feiner und wenn man dann mal richtig zieht, dann kann das sein, dass der reißt. Also man braucht da einen stabilen Draht, weil damit diese schönen Kranzzutaten alle gut in dem Kranz drin sind, braucht man auch wirklich einen festen Draht und das muss dann auch sitzen. Ja, aber ich habe mir hier so wunderschöne Zutaten ausgesucht. Ich habe eine ganz tolle Erika, die wird jetzt natürlich abgeschnitten. Die werde ich auch reinmachen. Und so, das ist jetzt mal so der erste Teil. Also für diesen schönen pinkfarbenen Charakter. Ich habe ein gefärbtes Sedum. Das ist die fette Henne. Die kennst du aus dem Garten. Aber man sieht hier, die ist getaucht. Und deswegen hat die diese tolle Farbwirkung. Die habe ich in Lila und auch noch in so einem Pink-Farbton. Damit ich die wickeln kann, muss ich die natürlich in gleiche Stücke ja, zerteilen. Und das mache ich hier, indem ich die einfach mal so klein schneide. Die Stiele kommen weg, die brauche ich natürlich nicht mehr. Ich brauche ein schönes Moos. Das gibt es auch beim Floristen. Das ist natürlich ein Moos jetzt, das ist so schön. Wir sagen immer, damit kann man Klamotten nähen. Das ist immer unser Scherz oder unser Gag, wenn man sagt, das ist ganz toll. Das ist richtig strohtrocken. Also dem passiert nichts mehr. Das bleibt so grün und es ist so getrocknet. Das ist ganz wichtig, dass das Moos so trocken ist. Ich brauche zum Wickeln immer Stückchen, deswegen bin ich hier schon fleißig am Schneiden. Ich habe hier einen Eukalyptus, der auch in der Tat immer sehr schön antrocknet und schneide auch diese kleinen Stückchen zurecht. Und wenn ich dann mal am Wickeln bin und die Hände voll habe mit Draht, dann will ich natürlich nicht mehr unbedingt meine Materialien in Stückchen teilen. Deswegen gehe ich her und schneide einfach alles schon mal klein. Die Stiele, die kommen alle weg. Am besten gehst du in eine Werkstatt, dann kannst du es einfach wie ich auf den Boden schmeißen. Dann ist hier auch was, das ist auch ein tolles Material. Das ist eine schöne Kapflora und die trocknet, man sieht es auch mal am Stiel, die trocknet sehr, sehr schön ein und die bleibt auch wirklich sehr lange, sehr schön frisch. Auch hier schneide ich wieder Stückchen und was ich tatsächlich hier auch verwenden kann, ist dieses schöne Grün. Und deswegen teile ich das jetzt auch so in Stücke. Ja, ich nehm einfach diese Stücke auch dazu. Und da werde ich mir noch ein paar mehr holen. Des Weiteren habe ich hier eine lila Statize. Statize erinnert so an diese Trockensträuße von früher. Eigentlich fand ich die früher total ätzend. Aber in den Grenzen, wie man hier auch in diesem Kranz sieht, ist es richtig, richtig schön. Statize hält auch ganz toll. Die Stiele schmeiße ich wieder alle weg. Und ein rosa Limonium. Ach, es gibt so schöne Sachen. Und ich kann natürlich hier aus dem Vollen schöpfen. Ein rosa Limonium. Das fand ich auch sehr schön dazu. Es gibt es auch in Weiß, in Lila. Limonium bekommst du auch beim Floristen. Kannst du dir bestellen. Ich wurde gefragt, auch bei dem Steineichekranz, wo bekomme ich den Steineiche her? Mein Florist hat es nicht.
Fragt mal euren Floristen, ob der euch auf Bestellung das vom Großmarkt mitbringen kann. Weil es gibt natürlich viele Materialien, die wir als Florist nicht immer da haben. Ich habe auch nicht immer Steineiche da, muss ich dazu sagen. Und deswegen ist es auch gut, den Floristen zu fragen. Die können das mitbringen auf Bestellung. Und dann wissen die auch, dass die das natürlich wieder verkaufen können, wenn die das ansonsten nicht verwenden. Und irgendwo hingehen und erwarten, dass es standardmäßig immer da ist, das ist natürlich dann auch falsch. Auch die Floristen müssen das erst besorgen, solche Sachen zum Teil. Aber meistens haben die eine Quelle, weil entweder die bekommen es auf dem Großmarkt oder es gibt Kollegen, die haben Holländer, die sie beliefern. Also es gibt schon Möglichkeiten, diese tollen Materialien zu bekommen. Es ist jetzt so eine schöne Zeit im Herbst, wo die Hortensien richtig fest werden. Und ich weiß mal, hier merkt man wahrscheinlich, wenn es nahe vom Mikro ist, die ist so, die raschelt so richtig. Ja? Also die ist so fest, dass die raschelt. Und diese Hortensie, die kann man teilen, indem man unten ja einfach die Stücke von der Hortensiendolde rausreißt, kann ich Hortensie reinwickeln. Das finde ich auch sehr schön. Und wir sagen immer, wenn die Hortensie so reif wird, dass die im Herbst vergrünt. Das ist auch die Hortensien, die mal rosa waren. So. Hortensie gibt es auch in einer anderen ganz tollen Form. Das ist jetzt wirklich die Veredelung, weil das ist eine Hortensie, die ist getrocknet und stabilisiert. Die hält wirklich, aber die muss im Trockenen bleiben, die hält unbegrenzt. Ja, die, man merkt auch, die kann man nur so auseinanderknacken, da ist kein Wasser mehr drin. Die ist wunderschön, aber nur für drinnen, für den Gebrauch. Und die kann ich auch dezent mit reinarbeiten. Ich nehme mal so ein paar Teile davon, weil das ist was sehr Wertvolles. Das macht auch den Kranz sehr edel. Und dem nicht genug. Es gibt auch Mombrezien. Das ist ein Fruchtstand. Das gibt es auch als Staude für den Garten. Die blühen dann so orange, sind sehr, sehr hoch im Garten. Ich suche mal, kann man Fotos suchen, mal gucken, ob ich eins finde von den Blüten. Und diese Früchte, das sind so wie so, ja, so schöne, wie so Kapseln. Ja, diese Früchte, die sind und haben so tolle Schattierungen, so Herbstfarben. Auch eine sehr dekorative und sehr gut haltbare Frucht. Ich habe da natürlich viel Erfahrung und weiß, was gut hält und was nicht hält. Und bin da auch schon sehr, sehr wählerisch, was ich eigentlich für meine Grenze alles an Materialien im Herbst in den Laden mitbringe. Dann gibt es Nigella. Es gibt bestimmt viele von euch, die Nigella im Garten haben. Auch das ist eine ganz tolle Frucht, ein Fruchtstand für die Herbstgrenze. Und auch das muss ich natürlich wieder auf eine gewisse Länge schneiden, wo ich das mit reinbinden kann. Und damit ich auch Natur habe und sag mal liebevoll Gestrüpp, also das ist Euphorbia spinosa. Auch das kannst du beim Floristen bestellen und kannst das so reinwickeln, dass das so lässig auch immer rausguckt. Und es gibt dem Kranz ein sehr schönes Leben. Ja, aber langer Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt auch mal an zu wickeln. Und machen uns mal an den Kranz dran. Wenn du das erste Mal machst, dann fang erstmal an, indem du den Draht fixierst. Also du nimmst den Draht und verdrehst den miteinander schön fest. Und dann geht es eigentlich schon los, dass man Materialien an den Kranz anlegt. Ja, man sucht sich die Materialien aus und nimmt die verschiedenen Materialien in die Hand und legt im Grunde genommen einfach an und sucht schon so eine schöne Mischung an Blüten, Früchten, Farben. Man kann immer wieder dazwischen sehr, sehr schön mit Moos füllen. Ja, man sieht ja auch gleich schon, wie der Kranzkörper von dem Moos abgedeckt wird. Ich nutze das natürlich gern, weil dann spare ich mir auch einiges an Material. Das ist dann natürlich klasse. Und dann ist jetzt schon diese Farbkombination ist die ist jetzt schon sehr belebend. Ich wollte bewusst so einen Kranz mit Pink, Lila, Rosa, mit diesen schönen Eukalyptusblättern, auch mit den Hortensien dann. Das war so meine Vorstellung. Und eigentlich brauche ich für diesen Kranz keinen Heißkleber. Ja, das ist, hier kann ich auch dann die rosa Hortensie reinwickeln. Oh, die ist so schön.
Und immer, man muss immer aufpassen, dass man natürlich alle Stiele mit reinwickelt in den Kranz. Und man sieht auch jetzt schon, ich habe den kleinen Kranz genommen, nur was da eigentlich für ein Volumen, was der für ein Volumen bekommt, muss immer abdecken mit Moos, immer den Kranzkörper schön abdecken. Und ich muss immer das Grün oder die Blüten oder die Fruchtstände, was immer ich auch anlegen möchte, das muss ich natürlich immer mit dem Finger, mit dem Daumen festhalten. Und das muss alles so unter meinen Daumen passen. Und auf diese Art und Weise. Und wenn ich dann merke, ach, das ist jetzt okay, ich muss jetzt mal wieder festwickeln und ich muss eben ein bisschen rumgucken, was ich auf meinem Tisch alles an Schönheiten und an Kostbarkeiten liegen habe. Und ich merke schon, Moos brauche ich also ziemlich viel. Da kann man ruhig schon mal, ne, aber ich habe ja auch viel, viel hingelegt und viel vorbereitet vom Moos, weil ich wollte ja eine ganz tolle und ja, eine wunderschöne Arbeit für das Video machen. Da brauche ich natürlich auch ein bisschen Material dafür. Ja, das ist ja unerlässlich, weil ich möchte euch ja nur die schönsten Sachen präsentieren. Und gerade zur Wiederholung der Materialien, jetzt habe ich hier dieses Bärige hier vorne gehabt. Erst wieder ein bisschen Moos holen, Augenblick. Weil auch hier ist ohne Moos nichts los. Also es ist wie im wahren Leben. So, auch dieses Bärige soll sich wiederholen. Das Limonium mache ich dann wieder rein. Ah, schön, also ich habe selber so viel Spaß daran, so eine Arbeit zu wickeln. Und auch diese Blätter, diese Eukalyptusblätter bringen ein ganz tolles spielerisches Leben in den Kranz. Und das Moos macht immer wieder das Volumen. Es füllt ganz, ganz, ganz toll. Ja, das wirst du auch dann merken. Also du brauchst Materialien, die füllen, die dürfen nicht so dünn sein. Du musst irgendwie Volumen gewinnen. Und je üppiger und der Kranz ist, desto schöner ist das natürlich auch von der ganzen Anmutung her. Und dann macht das auch den Kranz sehr, sehr wertig. Und ich gehe immer, wenn man hier jetzt mal so guckt, ja, also es ist immer so ein, naja, ein guter Daumen, den ich eigentlich weitergehe, wo ich wieder weiter was wickel. Also es ist schon. Ich gucke schon, dass ich auch immer ein bisschen vorwärts komme und nicht auf der Stelle bleibe. Was ich noch gar nicht reingenommen habe, stimmt. Gerade sprachen wir davon, dass ich so viele schöne Materialien auf dem Tisch habe. Das ist natürlich hier mein Euphorbia spinosa. Dieses wunderschöne, struppige Material. Das nehme ich jetzt hier auch mal rein. Ja, sieht man auch, dass es so schön nach außen schwingt. Das ist eine ganz bezauberndes Grün, was eigentlich so fast nach nichts aussieht. Ja, aber in Verbindung mit diesen schönen Kränzen ist das äußerst dekorativ und wir verwenden es auch wahnsinnig gern in Blumensträußen, wenn wir unsere Sträuße machen. Ja, und so ist es also eine kleine Fleißarbeit, dass man immer wickelt. Wieder Materialien holt, entwickelt. Aber wenn man sich das so schön vorbereitet und alles auf dem Tisch in diesen kleinen tollen Stückchen sich anordnet, dann ist es eigentlich auch kein Problem, diese Arbeit relativ zügig fertig zu machen. Und Übung macht den Meister. Probier es einfach aus und üb mal. Und wenn er dir nicht gefällt, du kannst ihn ja auch aufmachen. Es ist ja nicht geklebt. Ja? Das ist ja das Schöne. Man kann ihn aufmachen und kann sagen, ach, ich hätte es dann doch gern ein bisschen anders, weil es lässt sich ja problemlos einfach nochmal wickeln. Der Draht, den kannst du wieder nochmal frisch aufwickeln und los geht's. Und du hast auch dieses Holzstäbchen um den Draht rum. Sorry, das Holzstäbchen in der Drahtrolle. Und da kannst du ja auch ganz einfach wieder den Draht auf das Holzstäbchen wickeln und dann sagen, okay, der erste Anlauf, naja, ist nicht hundertprozentig, aber es gibt ja dann auch einen zweiten Anlauf.
So, es wird jetzt so langsam spannend. Also ich habe natürlich mal den Schnelldurchlauf angemacht, weil ich möchte ja keinen langweilen, wenn ich hier meine Materialien zusammensuche und so in Ruhe wickel. Aber es wird natürlich so langsam spannend, weil ich komme jetzt dann an die Stelle, wo ich angefangen habe zu wickeln. Und das ist jetzt so ein, bisschen Fingerspitzengefühl ist jetzt gefragt, dass ich im Grunde genommen hier die Stiele drunter schiebe. Und schön ist natürlich, wenn ich ja was Dickes nehmen kann, was jetzt auch ganz gut füllt. Nochmal, die Hortensie ist natürlich super, bingo, dann ist die Lücke eigentlich zu. Ich wickel nochmal und muss auch schauen, dass auch außen, dass ich auch außen hier kein Loch entstehen lasse. Da ist natürlich noch schön, wenn man zum Beispiel sowas hat wie den Eukalyptus, etwas, was nochmal so schön spielerisch rausläuft. Ich schneide noch mal ein Stückchen Erika ab. Ja, die arme Erika, die fällt leider dem Kranz komplett zum Opfer oder auch den weiteren Kränzen. Ja. Aber ich muss versuchen, hier so ein bisschen nach unten anzulegen, ja, und diese Materialien hier so reinzuschieben. Das ist eigentlich der beste Begriff. Die Nigella ist auch ein Traum. Ja. Guck mal, wie schön die ist und die hält wirklich auch ganz toll. Also das sind jetzt alles Materialien, die kannst du auch sehr, sehr gut für deinen Kranz nehmen. So, und wenn man dann den Abschluss macht, und es könnte natürlich sein, dass hier noch so ein Löchlein entsteht. Das kann immer mal passieren, dann kann man immer noch man schafft es mit dem Wickeln perfekt. Oder man nimmt einfach nochmal den Heißkleber in die Hand und kann nochmal so ein bisschen mit dem Heißkleber was dazu wickeln. Das geht immer. Dann ist wieder die knifflige Frage, wie mache ich den Abschluss? Das ist jetzt hinter dem Kranz. Ich drehe mal kurz um. Ich halte den Finger dran, mache eine Schlaufe. Ja, eine Schlaufe hier. Gehe in die gleiche Richtung mit dem Draht wieder zurück und habe dadurch natürlich diese Schlaufe und komme von der anderen Seite mit dem Draht hier wieder rüber. So, und jetzt drehe ich den Kranz mal um, das ist ja alles relativ robust. Habe die Schlaufe und den Draht und kann dann alles zusammen einfach verwickeln. Dann habe ich natürlich immer, ganz wichtig, nicht meine normalen Scheren, sondern meine Drahtscheren, die ich alle vergraben habe vor lauter Material. So, meine Drahtschere, schneide das mit der Drahtschere die Drähte ab. Und wichtig ist ein bisschen beibiegen, dass die Drähte auch am Strohrömer sind, nicht dass man da reinfasst und die pieksen. Und ich glaube, ich muss mit dem Kranz gleich nochmal mit euch in die Sonne gehen raus, weil der ist so schön und so farbenfroh, den muss man einfach draußen nochmal angucken. Wir gehen noch mal kurz raus. Das muss ich euch zeigen. Die Sonne scheint, als ob sie wüsste, dass ich den Kranz noch mal präsentieren möchte in seinen leuchtendsten Farben. Und ja, das ist jetzt also der Herbstkranz mit tollen, haltbaren Materialien. Die Basismaterialien bekommst du bei Floristik24, Draht, Strohrömer, Werkzeug. Ansonsten gibt es auch viel beim Floristen, tolle Erika. Ich hoffe, ich konnte dir eine richtig gute Idee geben und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Tschüss.